Hallo meine Lieben, ich möchte euch mal wieder was zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar was, was mir noch komplett gefehlt hat, was ich noch gar nicht hatte, nämlich Alkoholinks. Und da habe ich mir hier dieses Starter-Set von Ranger gekauft. Und das werde ich gleich mal mit euch auspacken. Und ja, werde mal gucken, wie das so ist. Ich glaube, ich mache hier doch die Lampe noch zusätzlich an, oder? Nö. Passt schon so. Genau, ich packe es mal aus und guck mal, was da so drin ist. Und weil ich nicht nur teure Farben haben wollte, habe ich noch so Billigfarben dazu bestellt. Das heißt, Billigfarben kosten 2,50 Euro dann eine Flasche. Und also die kosten ungefähr halb so viel wie die. Habe aber aus Versehen schon wieder zwei Farben doppelt bestellt bei Mint. Zeige ich euch aber gleich. Erstmal packen wir das hier aus und gucken mal, was da so drin ist. Also als erstes so ein schwarzes Stempelkissen extra für, komm jetzt, zack, genau wie doch, ja, für Alkoholfarben halt. Dann dieses Teil hier, den Verblender, zusammen mit ein paar Pads. Ich kippe das einfach mal so aus. Hier ist Papier drin, extra für Alkoholmarker. Ja, anscheinend ein Anleitungsbuch oder auch so eine Übersicht, ja, genau, was drin ist, aber auch so ein bisschen, was man so mitmachen könnte. Genau, stoppe ich hier bleiben. Hier haben wir Stempel und zwar das weiße Papier hinter war. So, diese hier. Ich zeige es mal ein bisschen näher. Bloß einmal scharf stellen, bitte. Jawohl. Einmal diesen hier. Dann den. Diese drei Falter finde ich ziemlich schön. Vor allem den untersten finde ich cool. Ist mal was anderes. Ja, und hier so eine Winterlandschaft. Ja, ein Acrylblock, den ich aber wahrscheinlich nicht benutzen werde. Ist mir auch viel zu dünn zum Stempeln. Ja. Mach den mal raus, dass es nicht so blendet. Ja, blendet genauso. Aber der ist halt, wie ihr seht, ganz schön dünn. Und den kann man dann nicht besonders gut greifen. Also den werde ich wahrscheinlich einfach nicht benutzen. Und dann sind hier noch Farben drin. Das hier ist, glaube ich, um Farben wieder quasi wegzumachen. Also wenn man die Farben dann drauf gemacht hat, dann genau zum Verblenden oder halt eben wieder löschen sozusagen. Dann einmal drei Grundfarben, gelb, dieses, genau, Sunshine Yellow. Und dieses hier, was ich nicht aussprechen kann. Komm, bitte, jetzt. Stream, okay. Und Red Pepper. Komm, da. Genau, die drei Farben. Und einmal total cool Metallic Gold. Und Gold ist ja auch eins meiner Lieblingsfarben, die ich auch ständig verwende. Ja, und dann möchte ich natürlich jetzt das Set auch mal ein bisschen ausprobieren. Besonders auf das Papier bin ich gespannt. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich ja, mir extra Papier dafür kaufe. Und dann dachte ich, nee, das muss doch auch mit anderen Papieren funktionieren. Und das fühlt sich an wie Fotopapier. Also würde ich mal sagen, dass man mit einfachem Fotopapier da bestimmt auch gut arbeiten kann. So, ich lege hier nochmal ein bisschen was ins Bild, damit das nicht ewig scharf und unscharf wird. Aber ich glaube, so richtig helfen tut es immer noch nicht. Ja, wie gesagt, dann habe ich noch diese hier. Die habe ich mir dann extra dazu bestellt, weil ich jetzt einfach mal gucken wollte. Ich war auch der Meinung, dass das hier ein Blau ist und ja, leider ist es ein Grün. Ich habe jetzt hier noch Grün extra dazu bestellt. Ja, habe ich nicht verguckt. Ich dachte, das wäre Blau.
Also im Internet sah das für mich so blau aus oder türkis. Und dann dachte ich, ach komm, dann bestell nochmal Grüntöne. Und ja, wie gesagt, das hier habe ich jetzt einmal doppelt. Stelle ich gleich mal an die Seite hier. Aber hier habe ich dann einmal dieses hier. Das ist auch dann die Firma. Na komm, 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 jawohl. So. Also die Sachen habe ich natürlich alle bei Bastelwelt Schobels bestellt. Und ja, mache ich ja in letzter Zeit irgendwie öfter. Ja, und ich möchte dann einfach mal ausprobieren, ja, und das ist noch das Mint. Ich möchte dann einfach mal ausprobieren, ob diese Farben so viel schlechter sind wie die Tim Holtz Farben. Einfach ja, testen, um zu sehen, ob sich das lohnt, die teuren Farben zu kaufen oder ob man auch genauso gut die billigen Farben nehmen kann. Gut, ja, dann mache ich es einfach mal, fange direkt mal an. Also wahrscheinlich werden die meisten von euch das schon kennen mit den Alkoholinks. So, einfach mal ein paar Tropfen drauf, weil ich jetzt einfach nur mal gucken möchte, wie schön die miteinander verlaufen. Oh ja, man riecht auch sofort gleich diesen doch relativ starken Alkoholgeruch. Ja, sind jetzt nicht unbedingt die Farben, die ich jetzt wählen würde, aber das macht ja nichts. So, ein bisschen Gold dazwischen kann nicht schaden. Zack. Ja, witzig, doch witzig, wie krass das nach Alkohol riecht. So, und jetzt möchte ich wissen, ob das tatsächlich so ist, dass das die Farbe wieder wegnimmt. Ja, genau, seht ihr? Das löscht die Farbe so ein bisschen wieder und macht, dass sie auch noch besser ineinander verschwimmen. Er heißt ja nicht umsonst Blending irgendwas, ne? Aber ich habe, dann ist das wahrscheinlich doch noch was anderes. Ich habe nämlich in einem Video gesehen, wie eine Frau da so ein Zeug drauf gemacht hat und dann ist die Farbe komplett wieder weggegangen. Das passiert ja jetzt hier gerade nicht. Also das scheint wirklich nur dafür zu sorgen, dass es besser verschwimmt. So, dann testen wir gleich mal auf dem gleichen Papier, wie die billigen Farben so sind. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen flüssiger. Aber so vom Ding her würde ich sagen, sind die gar nicht so anders. Ja, ich mache hier nochmal ein bisschen was von dem hier. Mach mal auch so ein paar Spritzer hier überall drauf. Ja, es gibt so eine Puste-Dinger, so wie Blasebalg sehen die aus, wo man dann nochmal ganz schön Muster machen kann, aber das funktioniert auch mit einem Strohhalm. Möchte ich jetzt aber gar nicht. Ich will jetzt, einfach nur mal testen. Und ich gucke auch mal hier in das Heftchen rein und zeige euch mal. Also, ja, wie ihr seht, die Farben, finde ich, sind jetzt auch nicht viel schlechter, die Billigfarben, als die von Tim Holtz. So, hier ist einmal, was halt alles in dem Set drin ist. Dann eine Anleitung. Hier einmal mit diesem Blending Tool. Ah ja, okay, da kann man so einen coolen Hintergrund machen. Dann hier, wenn man auf die Arbeitsfläche das Zeug macht und dann durchzieht. Das gibt dann so diese Effekte. Ja, hier. Ah ja, machen sie anscheinend was aufs Blending Tool und dann halt auf dem Papier verwischen. Hier mit Streifen oder Karos. Ach ja, und hier wiederholt sich das Ganze in Spanisch. Aber in Deutsch gibt es, glaube ich, nicht, nur auf Englisch. Mehr Englisch. Ja, ich denke, das ist Spanisch. Könnte aber auch Französisch sein.
obwohl ich mal angefangen habe, Spanisch zu lernen, ist ja doch Französisch und Englisch manchmal doch ziemlich ähnlich. So, ja, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich möchte auch gerne wissen, anscheinend kann man auch auf die Farben draufstempeln. Sah zumindest so aus, aber dafür muss es bestimmt gut getrocknet sein. Das nehme ich zumindest an. Ja, riecht jetzt nicht irgendwie mega besonders oder so. Ich finde das auch noch so langweilig. Ich hole noch mal ein bisschen, überall noch ein bisschen Farbe drauf. Ich denke mal, dass Alkoholfarben bestimmt mit Wasser jetzt nicht irgendwie besonders reagieren. Ganz schön grünlastig auf jeden Fall, die ganze Geschichte hier. Aber gut. Ja, ich glaube, die Farben sind hier tatsächlich ein bisschen dünnflüssiger. Nehmen wir hier noch mal ein bisschen Gelb ins Spiel. So. Das Rot jetzt nicht so, aber vielleicht auch mal hier so. Ja, und das trocknet theoretisch relativ schnell, ne? Jetzt, ja. Ja, mit dem Zeug muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja sonst ruckzuck aufgebraucht. Aber ich muss auf jeden Fall noch mal gucken, welches Zeug, was das für ein Video war, was ich da gesehen habe, wo die das benutzt hat und dann das komplett, na sag schnell. Ja, da unten wird es jetzt natürlich braun. Ja, wo es komplett wieder weggegangen ist. Das fand ich nämlich schön, wenn das dann komplett wieder rausgeht. Jetzt wird die ganze Geschichte hier natürlich ziemlich braun. Überall, aber das macht mir nichts. Ich werde das mal ganz kurz föhnen. So, ich habe es mal schnell geföhnt. Ja, und das sieht auf jeden Fall mal ganz anders aus wie die Sachen, die ich sonst so habe. In der Kamera sieht man es jetzt nicht ganz so gut wie bei mir, vor allem weil es dann dauernd blendet. Aber hier bei manchen Stellen glänzt das halt so, als wenn es noch nass wäre. Ist aber natürlich trocken. Ja, und eigentlich finde ich es ganz cool, muss ich sagen. Trotz dass die Farben jetzt nicht so unbedingt meine Farben sind, aber ich finde es gar nicht schlecht. So, und bei der Gelegenheit habe ich mir mal stinknormales Fotopapier geholt, so ein Blatt, und habe mir das mal in vier Teile geteilt. Ja, und da probiere ich jetzt auch mal aus. Ja, ich glaube, ich nehme mal hier die Teile, aber ich möchte hier doch lieber eine Unterlage drunter machen. Probieren wir es mal aus, wie das so wird. Das ist ja jetzt, wie gesagt, kein extra Papier für. Ja, man sieht direkt gleich, dass es nicht so schön verläuft wie auf dem Papier. Also da, wenn ich da einen Tropfen drauf gemacht habe, kann ich ja hier noch mal hier noch weiße Stellen. So, dann da sieht man jetzt nicht mehr ganz so doll, aber es verläuft auf jeden Fall viel mehr als auf dem Papier hier. Ja, klar kann ich es jetzt hin und her bewegen und dann verläuft es auch, aber das ist ja jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Es soll ja von sich aus schon ein bisschen laufen. Und ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Okay, das wieder nicht fehlen. Ja, ich habe mich jetzt nicht so wirklich damit beschäftigt und habe mir auch noch nicht groß Techniken angeguckt. Dachte mir jetzt einfach mal, ich lasse jetzt die Kamera mal mitlaufen und probiere hier für mich einfach mal so ein bisschen rum. So. Mal wild drauf lospusten. Ja, wie gesagt, kommt auf jeden Fall mal was ganz anderes bei raus als das, was ich sonst so mache. Und eben gerade habe ich eine coole Idee, weil das hier gefällt mir ganz gut, diese Ecke. Und ich glaube, ich nehme hier jetzt mal so ein Blending-Tool. Mal. Na, komm raus. Ah ja, okay, das sind hier einfach nur so eine Watte-Dinger.
Teile, also ohne auf der einen Seite Klett oder so, also nicht wie die Dinger, wo du so ein richtig dickes Polster hast, so ein Schaumstoffpolster und dann Klett, sondern das ist hier einfach nur wie Watte, wie festgepresste Watte. So, und zwar möchte ich Rot und Gelb und fangen wir an mit Rot. Mal gucken, wie viel man da so braucht, wie das so funktioniert. Okay, wenn man irgendwo hin streift, die Streifen bleiben auch ganz gut sichtbar. Also da muss man dann doch schon echt öfter drüber, um das wieder, dass es nicht mehr sichtbar ist. So. Okay. Ja, und das Zeug saugt auch ganz schön auf. Also einfach mit bisschen Spucke so machen, ja, geht einigermaßen. So, und dann gleich noch ein Pad. Und dann nehme ich noch mal Gelb. So. Hole ich gleich ein bisschen mehr drauf. Gehen wir hier von der anderen Seite. Ah ja, okay. Da ist es schon trocken und vermischt sich gar nicht mehr. Das war aber eigentlich mein Ziel. Oder vielleicht liegt es auch an dem Papier, weil das so schnell trocknet, dass es da drauf vielleicht so schnell trocknet. Müsste ich vielleicht mit dem Papier nochmal ausprobieren hier, wie das so ist. Aber jetzt mache ich hier noch ein paar Tropfen Rot. So. Achso, ach Mensch, jetzt habe ich, naja, egal. Jetzt habe ich mit dem, oh nein, mit dem Gelb-Ding. Oh, nee. Feuchttuch angekramt. Ist damit besser. Ja, gleich wieder schön voll gesaut. Aber geht ja einigermaßen wieder ab. Ja, jetzt habe ich natürlich mit dem hier, aber das macht nichts. Schwupp, so. Bisschen vollsauen ist kein Problem. Ne? Gehört dazu irgendwie. Also wenn ich mich nicht einsaue beim irgendwas machen. Okay, also hier sehe ich jetzt, das verschwimmt nicht so toll. Und ich brauche auch echt viel Farbe, damit ich hier einen vernünftigen Effekt bekomme. Da probiere ich das jetzt gleich nochmal mit dem anderen, aber finde ich auch ganz cool. Probiere ich aber nochmal mit diesem Papier. Wo habe ich es hingeschmissen? Da. Also alles irgendwie übereinander. Ja, ich muss mal gucken, wie viele Teile sind hier überhaupt drin. Hier sind jetzt noch 4, also 5 Stück sind in diesem Starter-Set drin. 5 Papiere. Und die haben auch so schöne Kartenformaten. So, dann machen wir es hiermit nochmal. Und ich glaube, da wird das einen ganz anderen Effekt haben. Aber da mache ich es diesmal auch. Seht ihr, was ich meine? Ne, da läuft das sofort. Also verläuft es sofort. Und die Farbe nimmt auch ganz anders auf. Zack, habt ihr gesehen, da braucht man viel, viel weniger Farbe. So. Ja, ich bin jetzt hier einfach mal echt großzügig mit der Farbe. Ja, so war es gedacht. Ja, aber wie ich sehe, das ist hier auch wieder nicht gereicht. So. Und ich glaube, hier in der Mitte ein bisschen was von dem Blending-Zeug drauf. Das ist ein bisschen schöner verwischt und dann mit dem Blending-Zeug auch noch ein bisschen drüber. So, ins Boot rein gewischt. So, ja, gefällt mir ganz gut. Wer weiß, welcher Deckel jetzt für was war, ist auch egal. Oh, das gefällt mir ganz gut, obwohl mir das hier drauf tatsächlich besser gefällt, weil die Farben einfach kräftiger sind. Aber hat beides so seinen Charme, ne? Hier verläuft es halt schöner. Hier sind aber die Farben irgendwie, ja, wesentlich kräftiger. Kann man beides benutzen, würde ich behaupten.
So, das hier, mal gucken, das werde ich irgendwann mal benutzen für irgendwas. Und ja, das hier finde ich ganz cool. Ich glaube, da mache ich hinten drauf, schreibe ich mal, also male ich mir das so drauf, wie eine Postkarte wäre. Also hier oben so ein Teil, wie, oder kann ich ja einfach mal machen. Einfach mal die Sachen an die Seite kurz. Schwupp. Immer nicht lange reden, ne? Einfach machen. Mal gucken, das werde ich da oben wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen. Bleistift. Ja, hier soll dann halt so Kasten hin, als wenn da eine Briefmarke wäre. Und ich habe aber, habe ich so ein Lineal, was so geschwungen ist. Ne, sowas habe ich nicht. Ich habe zwar einiges an, einen Moment mal. So, mir fiel nämlich gerade ein, dass ich hier ganz viele von diesen Teilen hier habe. Da kann ich einfach mal gucken. Vielleicht habe ich hier sowas, was ein bisschen aussieht wie eine Briefmarke. Ja, das aber viel zu groß leider. Das in klein. Das in klein wäre cool. Leider nicht. Nein. Nein. Nein, nein und nein. Okay, schade. Hätte ja klappen können. Aber ich gucke jetzt hier trotzdem nochmal durch. Bestimmt das eine oder andere gebrochen. Und das hier zum Beispiel behalte ich mal als Merker für diese Adressstriche. Ja, schade, dass es dieses Briefmarkenformat nicht in klein gibt. Ach, guck mal hier, das ist noch besser. Hier ist das gleich, da kann ich das gleich benutzen. Sprechblase. Vielleicht kann ich dieses hier benutzen, um da die Briefmarkenform draus zu machen. Mal schauen. Probieren wir es mal. Und zwar schön oben in die Ecke. Okay, der meint nicht besonders gut. Marker 005 und schön oben in die Ecke. Ja, funktioniert schon ein bisschen besser. So, und dann hier, ja, mal gucken, wie weit ich runtergehe. Auch mein Kopf ist im Bild. Tut mir leid. Jetzt natürlich nicht darauf geachtet, dass mein Köpfchen da im Bild ist. So, dann nehme ich die Seite. Gehe hier auch runter. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich hier war. Bis hier in etwa. So. Jawohl. Und dann hier nochmal. Upsi. Das Ganze verbinden. Und zack. Naja, nicht perfekt, aber geht. Man erkennt, was drauf soll, finde ich. So, und dann nehme ich mir das Teil hier und mache dann hier noch dieses Adressteilchen hin. Mal gucken, dass ich hier schön gerade bin. Kante anbringen. So, dann brauchen wir ja, drei Stück. Ne? Einmal für den Namen, dann für die Adresse und für Dings. Dann nehme ich hier jetzt jeden zweiten. Einmal. Dreimal, dann hat man überall dazwischen schön genug Platz. Sitzt verbildet und hat Luft. Sieht doch schon aus, fast wie eine Postkarte. Hier jetzt ein bisschen höher gekonnt. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So, ja, und theoretisch könnte man hier jetzt noch so einen Strich in die Mitte machen und dann da irgendwie sich die Mitte mal markieren. Wie breit ist das denn hier? Oh Gott, ja. 14,7, 7,2, 14,8, 7,4, so, das ist so ungefähr die Mitte hier, 7,4, zack, so,
Und dann hier irgendwas. Ein Strich ist ja irgendwie ganz oft, ne, bei Postkarten, dass hier so ein Strich in der Mitte ist. So, und dass dann da irgendwie Werbung noch dran steht oder so. Und da kann ich ja einfach mal mit einem bunten Stift, zack, hellblau, schreibe ich mal hier dran. Kurz. Und Welt. Jawohl. Gleich noch ein bisschen links. Und ja, dann würde ich, glaube ich, hier irgendwie schreiben, ohne dich wäre diese Karte einfach weiß. Ja, und so ist sie halt schön bunt. Finde ich ganz cool. Und hier, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Manekiken, ne? Der irgendwas grapschen will. Der hockt auf einem Wasserfall. Ja, da geht die Fantasie wieder mit mir durch. Nee, ja, finde ich ganz cool. Einfach mal zack, eine Postkarte draus gemacht und ja, schon mit einem netten Spruch drauf. Kann hier schon mal draufschreiben. Das, da werde ich mich den ganzen Tag drüber ärgern. Schreibe ich das mit der gleichen Farbe? Nee, das soll man schon ein bisschen besser sehen. Dann nehme ich mal die Farbe hier. Jetzt überlege ich gerade, schreibe ich das hier hin? Eigentlich lässt man eine Seite so ein bisschen frei, wenn man dann schreibt. Und da ist die Adresse, ne? Aber egal, ich mache das jetzt so. Dich. Wäre diese Karte einfach nur weiß. Genau. Ja. Vielleicht kommt hier noch ein schöner Stempel dran oder so. Dann hier einfach mal einen an. Und dann kann man da die Adresse drauf schreiben. Und schon ist eine kleine süße Karte fertig. Finde ich ganz cool. Und ich finde immer in solchen Klecksen kann man immer super viel erkennen, also wenn man denn möchte. Genau. Jo. Okay, ja, gut zu wissen. Also mit normalem Fotopapier. Das war auch hier glänzend, also es ist nicht matt. Und das hier sieht auch ein bisschen matter aus, wenn man jetzt mal so ins Licht geht. Sieht das glänzender aus als das andere. Vielleicht ist es bei matten Fotopapier auch noch mal anders. Kann sein, ich weiß nicht. Ja, machen wir hier mal so ein Falterchen dran. Finde ich ja echt süß. Achso, die Falter sind doch alle 3 in 1. Und noch mit Sprüchen drunter, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Oh. Okay. Ui, super schwer. Funktioniert das? Achso, da sind die Namen von den entsprechenden Faltern noch drunter. Ja, das brauche ich aber nicht. Wie gesagt, die Stempel, dieses Stempelkissen, was dabei ist, das werde ich eh nicht benutzen. Und hier will ich jetzt eigentlich nur diesen Falter, der hier unten drauf ist. Und am liebsten auch ohne diesen Namen. Schnell den Kleber drüber. So. Ah ja, ich liebe es, wenn das Washi-Tape ja so zerreißt. Wo es nicht zerreißen soll, aber egal. Also es geht mir jetzt nur darum, dass hier mal so ein bisschen abgegrenzt ist. Das geht ein bisschen doof hier, weil hier nämlich so ein Buchstabe da so ein bisschen nach unten geht. Das kriegt man wahrscheinlich nicht hundertprozentig hin. Da muss ich dann nachher, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Ach, da ist so ein kleiner, da ist so ein Punkt. Na komm, kriegt er das hin? Ja, da. Das wird ein bisschen schwierig. Das muss ich dann nachher mal mit dem Tuch kurz einmal abtupfen. So, und dann nehmen wir jetzt mal Kissen und
scheint gut Tinte abzugeben. Mal gucken, wie die Stümpfe sind beim ersten Mal. Ich versuche schon so wenig wie möglich auf diesen schwarzen Dings zu kommen, aber es funktioniert natürlich nicht. So, einmal. Ab, komm. Klebt mal woanders, nicht an meinem Finger. So. Und da, wo ich es doch noch erwischt habe. Jetzt mit dem Tuch ein bisschen. Noch weg in die Mauer. Ich muss meinen Mülleimer so unbedingt leer machen. Ich habe ja hier so eine kleine IKEA-Kiste und die ist schon wieder voll. So, ja, ich glaube, ich packe den mal hier unten so rein. Gleich mal probieren, wie es auf dem Fotopapier funktioniert mit dem Stempel. Oh, das klebt auf jeden Fall ziemlich gut, aber sieht gut aus. Stempelt gut. So. Ja. Jetzt will ich mal nicht abkleben. Ich versuche mal jetzt nur mit der Ecke hier nur da Tinte drauf zu machen, wo ich es auch stempeln möchte. Wenn es jetzt nicht so ganz perfekt ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Und hier machen wir es mal hier oben ins Rot. Bei dem Papier gehe ich ja von aus, dass es gut stempelt. Ist ja extra dafür gedacht. Seht ihr jetzt, das ein bisschen oben von dem Wort, aber ich finde sogar auf dem hier sieht das wesentlich feiner aus. Na, komm, zack. Stell scharf, stell scharf. Jawohl, ach, bitte. Ja, seht ihr das? Hier verschmiert es weniger als hier. Jo. Auch gut zu wissen. Ja, eine Sache interessiert mich noch, dann nehme ich aber wieder hier das Fotopapier, weil das natürlich nicht so teuer ist wie das andere. Ich möchte einfach wissen, was passiert, wenn ich stemple und anschließend, also hier auch beim zweiten Mal, komm, stell scharf. Dir bleibt doch gar nichts anderes über, als darauf scharf zu stellen. Oh, jetzt, gut. Ja, finde ich sehr gut auf jeden Fall. Genau, und dann will ich mal ein bisschen Farbe da oben drauf machen. Dann nehmen wir auch mal ruhig die Billigfarbe. Mal gucken, was dann passiert. Und ein bisschen Gold dazu. Ich nehme mal so da mit rein. Ja, scheint nicht zu verlaufen oder so. Also der Stempel ist sofort auf Fotopapier, sofort fest und trocken. Ja, cool. So, dann mache ich hier noch ein paar. Wie gesagt, von der günstigen Farbe. Und dann probiere ich mal mit dem Mint. Das abzuholen. Ja, also bei diesen günstigeren Farben, da kommt halt direkt gleich so ein fetter Klecks raus. Und das funktioniert mit dem. Okay. Da ist nur ein Tropfen. Ja, sieht doch ganz schick aus. Oh, wieder Farbe auf die Finger. Was ein Geschmatter heute wieder. Ja, seht ihr da die Punkte? Die sind dann schön blau geworden. Ja, meine Finger sehen schon wieder aus wie, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man die schütteln muss vorher. Hab ich gar nicht gelesen. Ui, schick, schick. So. Ja, auch rucki zucki trocken.
da kann man auch wieder schön mit rumspielen. Gefällt mir sehr gut. Aber ich finde, das Gold, vielleicht muss ich das wirklich noch ein bisschen mehr schütteln vorher. Ich finde, das sieht man nicht so wirklich. Aha. Ja, das Schütteln hat es gemacht, ne? So. Ja, finde ich cool. Gefällt mir so. Auch mit dem vielen Weiß muss ja nicht immer überall so viel Farbe haben. Finde ich ganz cool, obwohl die Farben jetzt natürlich ziemlich dunkel sind. Ich glaube, ich würde dann noch mal ein bisschen was von dem Pink so also dazwischen, um das Ganze wieder ein bisschen aufzuhellen einfach. Wie ihr seht, auf dem Fotopapier trocknet das wirklich super schnell. Das nimmt die Farbe super schnell auf. Ja, alles mal so ganz andere Sachen, als ich normalerweise mache, aber ja, gefällt mir trotzdem gut, muss ich sagen. Also ich finde das Kit hier, das lohnt sich schon, wenn man diese Alkohol-Inks noch nicht hat und das mal ausprobieren will. Dann lohnt es sich auf jeden Fall. Gut, die Stempel sind jetzt natürlich wieder alle auf Englisch, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, mir gefällt das Set gut und jetzt einfach zum Ausprobieren und dass man dann auch dieses Teil, weil dieses Teil hier an sich ist ja auch schon nicht so ganz günstig und ja, ich denke mal, so jetzt muss ich die Farben mal aussortieren, die hier nicht dazu gehören, zu dem Set. Dafür, dass man hier doch einiges an Teilen hat. Und wo ist der Stempelblock da? Ja, wie gesagt, der ist mir einfach zu dünn. Ich werde ihn nicht benutzen, aber er ist dabei. Ne? Genau, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Was sagt ihr denn? Wie findet ihr das so zum Ausprobieren? Doch ganz cool, oder? Ja, gut, das war es eigentlich schon. Ich wollte ja, wie gesagt, nur das Set mal ausprobieren und euch eben gleich mal zeigen. Und ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe mir hier meine christlichen Stempel mal rausgesucht und werde hier mit dem hier gleich irgendwie noch eine coole Karte machen. Da noch irgendwie einen Schutzengel oder, keine Ahnung, irgendwas. Irgendeinen schönen Spruch drauf machen. Ja, sie sind zwar auch alle auf Englisch, aber ja, das meiste davon weiß man schon. Hier, du bist geliebt zum Beispiel, finde ich ganz gut. Ja. Mal gucken. Werde ich noch etwas Schönes finden, was ich mir da drauf stempel. Also die Stempel hier werde ich jetzt gerade nicht benutzen, sondern ich möchte hier da so eine christliche Karte halt draus machen und das werde ich da gleich drauf stempeln. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.